Na, meine lähmeren Titel hast du jetzt nicht gefunden, oder? Nö. Hätte noch der Geduldige im Angebot. Stimmt, der wäre lamer. Punkt für dich. Ich muss übrigens noch den Titel von Twitch mir holen. Du hast eh keinen Twitch-Account, ne? Entweder machst du dir einen? Am besten noch zusammen mit Amazon Prime, damit ich zusammen noch den kriege. Wenn du mir schon den Dief und Gul'dan schenkst, kannst du mir auch noch Tyrande besorgen. Ja klar, kein Ding. Ach, Amazon Prime ist dein erstes Mal kostenlos. Ja, aber das mit Twitch und Battle.net verknüpfen solltest du vielleicht wirklich mal machen, weil dann kriegst du so viel Kram bei Blizzard. Blizzard ist ja mal ganz vorne mit dabei. Kommt bestimmt auch noch irgendwas von Overwatch. Also jetzt ohne das Amazon Prime Ding. Halt nur Twitch und Battle.net. Mhm. Bisher war es halt immer so in Heroes, dass du die Sachen nicht mal gucken musst. Also sie haben das irgendwie nicht hingekriegt. Ich weiß nicht, ob sie das... Kann ja mal nachgucken. Kriegsdingens war das, glaube ich. Kriegsprotektor. Nee, nicht Kriegsgott. Kriegspatronen, oder so, ne? Die Blaugrabenkrone ist unbezwingbar. Wir werden obsiegen! Muss ich wohl doch gucken. Eine Tragödie. Selbst im Tode wollte er nur unser Volk beschützen. Schade. Seine Waffe würde ich jetzt aber auch nehmen. Dieser Kanal wird uns zurück ins Freie führen. Schnell, bevor unsere Feinde sich neu organisieren. K-Punkt Analreiniger. Verlasst den Düsterpferd. Was habt ihr zu berichten? Leutnant des Turms. Oh, eisernes Relikt. Die wollen wir wieder. Parieren? Parieren. Eure Pflicht. Das glaube ich nicht. Lord Rabenkrone kann nicht für Gul'dan arbeiten. Rabengebranntes Erz. Kehrt vorerst zu euren anderen Aufgaben zurück. Wir werden Lord Rabenkrone schon bald entgegentreten. Auch so geil. Kehrt erstmal zu den anderen Aufgaben zurück. Eigentlich hätten sie hier noch die Zusatzquest geben müssen. Ach hier. Ich habe alles für die Wiederarbeit. Was habt ihr aufgegeben? So, ich hätte dich jetzt gerne als wieder angeben, ey. Hier, dass sie alles geopfert hat, exakt das hat sie bei mir nämlich auch gesagt. Gut, wir sind gleich fertig. Ich wollte aber noch eine Sache schnell nachgucken. Ich wollte gerade die Pfeife benutzen und war gerade schwer enttäuscht. Flieg mal ganz nach Osten. Ganz nach Osten? Ja, zum Sternensang-Dingens, wo wir vorhin waren. Weil ich bin der Meinung, ich hab's leider verpeilt, irgendwo gibt es definitiv eine Quest, wo man, die man komplett verpasst, wenn man, halt... Meine Maus ist leer. Ich wundere mich gerade, hä? Geil! So. Die man verpasst, wenn man nicht halt zu Fuß ins nächste Gebiet geht, was man ja eh nicht macht. Sondern wenn man das halt über Dalaran wieder macht, beziehungsweise über seine Map. Dann gucken wir jetzt einfach mal, ob das hier war. Ich bin nämlich sogar fast der Meinung, dass es da sein muss. Kann mich auch hart irren. Irgendwo war das doch. Oder war das hier sogar im Süden von Vaisharon? Wir haben das gemacht, weil ich beim letzten Mal genau dasselbe gesagt habe. Was meinst du denn? Ich habe keine Ahnung! Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal per Zufall den Weg lang gelaufen bin, weil ich Blumen gesammelt habe mit meinem Druiden. Mit 107 oder so. Keine Ahnung, also Low Level unter 110. Habe ich noch so eine Quest gefunden. Deswegen habe ich ja auch gesagt, lass uns Gravax killen, damit wir die Quest vorher kriegen. Ich bin auch kurz vor 107, also wäre jetzt noch witzig, noch schnell eine Quest zu machen. Dann war auch die Folge voll. Gucken wir einfach mal. Wir laufen jetzt einfach den Weg da lang. Der nicht eingezeichnet ist, wo ich mich jedes Mal verlaufe, um den richtigen Weg überhaupt mal zu finden. Wir gucken einfach mal. Wir müssen ja eh nächstes Mal nach Hochberg, also ist alles cool. Pen Pineapple, Pineapple, Pan. Ne, Pen Pineapple, Apple, Pan. Du läufst schon mal falsch. Warum bist du jetzt querfeld eingelaufen? Willst cooler sein als ich? Fick dich. Ich habe irgendwas mit Spackos gelesen. Ah, Snackautomat war das Wort. Kann man mal verwechseln.
Hier ist nämlich Aschamanes-Dingens. Hier ist meine Aschamane-Quest. Ich wollte mal gucken, ob der... Ja, guck du mal, ob der eine Quest hat. Der... Nicht elementar, wie heißen die Dinger denn, die Bäume? Urtum! Ob das Urtum eine Quest hat. Wenn, dann ist es nämlich nur der für die World-Quest. Ja, stimmt, der gibt keine Quest. Der gibt nämlich so eine World-Quest, wo du nach Hajar reist. Nach Hachara. Und dann diese Massenquest machst. Weißt du, was ich meine? Ja. Die weiß ich überhaupt nicht, ja. Okay. Ich dachte nämlich, also das war mein Gedanke, es gibt auch diese World-Quest, wo du diese Borkennadelviecher vom Bären schubsen musst. Hm. Gibt es anscheinend auch nicht. Vor allem, ich habe gerade noch 2 Gebiete oder so entdeckt. Aschamanes Tor und den Smaragdgrünen Anstieg. Das hat mir nichts gebracht, weil wir Vaisharal schon aufgedeckt haben. Vielleicht war es auch besser so, weil ich weiß noch, in Warlords of Draenor in Gorgrond gibt es im Westen ein Gebiet, was auf der Karte nicht eingezeichnet ist, was du aber halt entdecken musst. Weil es halt so, so eine Subzone mehr oder weniger ist. Ich höre jetzt hier noch schnell den Flugpunkt. Wenn ich schon mal hier bin. Wir brauchen eh noch 5 Minuten. Ich höre jetzt den Flugpunkt und dann stürze ich mich nochmal von Avianas Klippe. Und dann sind wir fertig. Kannst ja auch machen, wenn du möchtest. Okay, dann plan. Wobei, ja doch, ist ja einmal die Quest. Also für die Quest können wir es ja schnell machen. Fürs Achievement brauchen wir nicht mehr, weil hier fängt man nämlich an. Bei Aviana kriegt man nämlich das Markt zum Fliegen. Wo ich sagen muss, ich gehe viel zu knauserig jetzt damit um, wegen der. Wobei das Bullshit ist, weil ich mit meinem Brünen eh flattern kann. Ich brauche diese 15 Minuten Abklingzeit, die interessiert mich gar nicht. Okay, das andere Ding hat mittlerweile 10 Minuten, ich habe nichts gesagt. Und die Brofist hat 5 Minuten und bringt eigentlich gar nichts mehr. Haben Ettins 2 Köpfe? Die haben ja sogar 2 Köpfe. Warum ist mir das jetzt erst aufgefallen? Bei Neppel-Leppel-Ban. Ah, du gehst erst zum südlichen Flugpunkt. Ich hole mir gerade den nördlichen. Es mag sein, dass ich mich ein wenig verlaufen habe. Ach, Quatsch. Ja, will ich auch nie zugeben. Zum Beispiel die Aviana-Quest, wenn man die nicht kennt, beziehungsweise da absichtlich drauf zuläuft, wird man da, glaube ich, auch nie hingehen. Der Hochberg wird nicht fallen. Ist doch da. Ah, ich bin schon überwältigt. Gut. Ja, nachdem man es einmal so schwierig hatte, beim ersten Charakterlevel, nimmt man jetzt jeden Schmied mit, den man so kriegen kann. Bad by Napple, Apple, Ban. Ja, ich habe einen Ohrwurm und ich bin nicht stolz drauf und er geht mir selber auf den Sack. Was ist denn noch ein schöner Ohrwurm? Was ist denn gerade noch so in der Werbung? Boah, es gibt ein ziemlich interessantes Lied. Ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde, deswegen sage ich interessant. Irgend so eine Energiewerbung, Strom, so ganz bunt und nur Schrift. Und halt diese geile Mucke. Ist auch mittlerweile auf jeder normalen und nicht normalen Werbeseite. Mhm. Geht mir aber im Prinzip auch auf den Sack. So wie diese Frauenparfüm. Chanel? Ich glaube, es war eine Chanel-Werbung. Chanel Nummer 5 hier mit. Chanel, französischer Frauenname, war die Werbung, glaube ich, ziemlich genau. Also Chanel Odette, sage ich jetzt einfach mal, weil mir deswegen Overwatch gerade einfällt als Name. Die war auch nervig. Vor allem, die hatte am Anfang bei YouTube einen Bug, oder zumindest bei mir einen Bug. Das ist eine 4-Minuten-Werbung, die nach 5 Sekunden halt logischerweise überspringen werden können müsste. Konnte ich nicht. Ist schön, ne? Und dann musst du dir halt 4 Minuten diese behinderte Dreckswerbung angucken. War immer sehr schön. Die ist so Nummer 2 nach Pacific Rim. Bei mir. Pacific Rim, ey, ich höre so oft nur Gutes von diesem Film. Ich kann ihn mir nicht geben. Allein die Werbung hat diesen ganzen Film für mich ruiniert. Das ist schlimm. Das ist auch was in der Spieleindustrie. Du hast vielleicht die Diskussion zwischen mir und Marcel zu Mafia 3 mitbekommen.
dieser Negativ-Trend, Spiele unfertig zu veröffentlichen. Die Spiele können noch so eine geile Grafik oder geile Story haben. Wenn eine Sache nicht stimmig ist, kannst du es direkt vergessen. Wir kriegen halt, oh, ich nehme schon meine Klasse. Wieder das Hammer. Es trefft euch mit Meiler Hochberg in Donnertotem am Hochberg. Da müssen wir eh hin, aber egal. Komm, Champion, reist mit mir. Dann werde ich euch die Macht von Hochberg zeigen. Ah, er gibt uns einfach so die Quest. Das ist auch nicht schlecht. So, haben wir doch gleich geschafft. So, also wenn ihr in Legion fliegen wollt. Moment, alle dürfen gerne Avianas Flugprüfung ablegen. Bitte stellt euch in einer ordentlichen Reihe auf, um ihren Segen zu empfangen. Ist ja auch geil, wenn es so eine Quest wäre, wo man sich wirklich anstellen muss. Dämonia, ihr geht, eure Flüge sind zu ledrig und gruselig. Also das hier von Aviana kann eigentlich jeder gebrauchen, weil ein das halt, das sind diese Smaragdfinde, die einen in den Himmel schießen. Das braucht jeder. Alle anderen, die zum Beispiel die Dämonier, die eh schon Flügel haben, die brauchen halt diesen Drachen nicht unbedingt. Die Brohlfaustgötze war früher auch mal nützlicher. In meinem Hoheitsgebiet werden frisch geschlüpfte Küken aus dem Nest geworfen, sobald sie ihre Flügel strecken können. Sie fliegen oder sie sterben. Nett. Ich habe einen Geschicklichkeitstest für Druiden entwickelt, die ich unter meine Fittiche genommen habe. Würdet ihr euch gerne daran versuchen? Mit meinem Segen werdet ihr elegant am Himmel schweben können, zumindest für eine Weile. Ich will mich gerne der Flugkarosche stellen. Bitte gebt mir euren Segen, das machen wir eh gleich mit der Quest. Wie bestehe ich eure Prüfung? Ich werde euch meinen Segen geben, damit ihr anmutig bis ganz nach unten schweben könnt. Versucht während des Falls so viele Smaragdkugeln wie möglich einzusammeln. Nur wenige Jungen gelingt es, bei ihrem ersten Flug mehr als eine Handvoll zu ergattern. Doch die meisten überleben, um einen weiteren Versuch zu wagen. Sollte es euch gelingen, alle während eines Flugs zu sammeln, dann habe ich vielleicht etwas Besonderes für euch. Ja, das ist der Spoiler. Wir müssen für die Quest Küken der Kralle sprechen mit Aviana, um ihren Segen zu erhalten und schließt dann ihre Aufgabe, indem ihr Smaragdkugeln einsammelt. Steht da wie viele? Nee. Ich will mich gerne der Flugkarosse, bitte gebt mir euren Segen. So, sie schmeißt uns jetzt hier von der Klippe. Und dann müssen wir, glaube ich, 5 von 10 einsammeln. Wenn man alle 10 schafft oder so, dann müsst ihr auch wirklich mit der rechten Maustaste gedrückt halten und wirklich immer hin und her pimmeln. Dann könnt ihr eigentlich keinen verpassen. Ah, hier, 6 brauchen wir und ich glaube, 8 oder 10 braucht man fürs Achievement. Und wenn ihr das Achievement schafft, kriegt ihr über den Postweg, glaube ich, dieses Spielzeugs Marktwende zum Fliegen. Dann kann man als Dämonjäger und als Moonkin, als Priester eigentlich auch mit Levitieren, denke ich mal. Als Magier mit Federfall, oder wie das heißt. Nee, Federfall heißt das nicht. Oder? So, ich könnte die Quest jetzt abgeben, aber ich will mich nicht ablenken lassen. Jedenfalls alles, was einem so zum Schweben bringt, wie die Flügel vom Dämonjäger, helfen einem dann beim Fliegen. Und wenn ihr das so wirklich von so schräg oben bzw. gerade oben macht und nur den Rechtsklick benutzt. Also ich habe gerade eine Hand, damit stütze ich gerade meinen Kopf. Macht er wirklich nur mit der Maus. So, jetzt haben wir 9. Es knistert auch immer schön, wenn man eine trifft. Ich habe es bisher immer beim ersten oder zweiten Versuch geschafft, wie ihr seht. Bewiesen. Küken der Kralle. Ich bin jetzt ein offizielles Küken der Kralle. Bin ich nicht cool? Sag doch mal was Dummes. Ah, sehr cool. Gegen der Kralle. Erledigt. Gut. Ich gehe jetzt noch schnell hier ein bisschen durch die Gegend pimmeln und werde dann nochmal meine Mission losschicken. Und ich habe jetzt als Brief sogar das Spielzeug nochmal bekommen von Himmelsfürst Omnuron. Denke ich zumindest, dass es das ist. Kann ich gleich wieder wegschmeißen. Wie gesagt, das braucht ihr auf jeden Fall zum Fliegen. Die Brohlforce-Götze, die kann man sich kaufen für Ruf beim Donnertotem-Tauren. Wer sind sie? Der Hochbergstamm. Ist nützlich, aber nicht mehr so cool, weil macht man auch Plop. Vorher wurde man wirklich so 10 Meter in die Luft geschleudert und den Drachen halt für alle Klassen, die nicht vernünftig fliegen können, beziehungsweise als zusätzlichen Cooldown, was ganz nützlich ist. Gut, wir sind fertig für heute. Beim nächsten Mal geht's dann weiter in Donnertotem. Ja, gut, haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.